Hallo und herzlich willkommen, hier ist Barlo mit BMZ Nummer 339 und den Themen DDs mit Gottkomplex, jetzt haben wir sie alle durch, ne? WoW mit Gamepad und bereust du WoW? Erstmal mit der ersten Anfang, guten Morgen, Mittag, Abend, Onkel. DDs mit Gottkomplex. Da das Thema in letzter Zeit des Öfteren um Spieler mit Gottkomplex und die damit verbundenen unfreundlichen Begegnungen in Dungeons geht, wollte ich auch mal mein Erlebnis teilen. Ich als DD joine über den... Du warst der DD mit Gottkomplex? Nein. Eine random NHC-Gruppe. Der Tank und ich schrieben ein kurzes Wort der Begrüßung. Auf die freundliche Bitte des Tanks nicht extra zu pullen, legte der Magier, Level 120 und voller Selbstsicherheit, keinen Wert. Und reagiert meiner Meinung nach auch etwas übertrieben. Nach der ersten Trash-Gruppe war der Tank weg und nach der zweiten dann schließlich auch ich. Hier nach zwei Trash-Gruppen. Alter, noch vor dem ersten Boss hat man den Chatverlauf mit geschwärzten Namen. Meine Wenigkeit ist der Name beginnend mit E. Die Anfangsbuchstaben habe ich mal sichtbar gelassen, damit es verständlicher ist. Die Ultra-Krönung ist übrigens, wenn man die Namen nicht ausschwärzt, sondern in Klassenfarbe ausstreicht. Das ist die absolute Krönung. Du sagst ja immer, obwohl es ja auch blöd, wenn dann zweimal dieselbe Klasse dabei ist, ne? Aber egal. Du sagst ja immer, dass dir so etwas nie oder wenn dann nur sehr selten passiert. Natürlich passiert das in dem Maße nicht in jeder Gruppe, allerdings kommt es doch häufiger vor, als mir lieb ist, zumindest über den Dungeon-Finder. Ich ignoriere so ein Verhalten. In Random Dungeons verlasse die Gruppe, wenn mir etwas nicht passt. Findest du, man sollte diesen Spielern versuchen zu erklären, dass ihr Verhalten nicht richtig ist oder sind da Hopfen und Malz verloren? Folgender Spruch passt da, denke ich, sehr gut. Wenn die Klugen immer nachgeben, regieren die Dummen der Welt. Die Welt. Ja, da ist was dran. Gucken wir uns doch erstmal mit Beweis das Chatlog an. So. Also, es geht an mit Druide, bitte nicht extra, also Bärchen nehme ich da mal an, ne? Bitte nicht extra pullen. Dann sagt Mage, bin 120 und kann hier besser tanken als du und mache mehr Schaden als alle DDs zusammen. Nach der ersten Trashgruppe oder vor der ersten Trashgruppe war das, wo der das sagt. Okay. Ignoriere mich einfach, ich will hier schneller durch. Dann Demon Hunter. Niemand mag solche Leute wie dich. Ja, so kann man auch mal loslegen, ne? Ich will hier nur schnell durch. Keiner mag dich. Keiner mag Menschen wie dich. Das wird bestätigt vom Druiden. Dann sagt der Magier, puh, chillt mal. In 2 Minuten bist du eh weg vom Druiden. Dann der Magier, wird eh alles down, ist nur normal. Demon Hunter, so what? Magier, es ist ja prinzipiell egal, sind ja nicht beim beste Freund, was? Beim beste Freunde rennen? Okay, will hier wegen World Quest durch. Demon Hunter und dann beschweren, wie abgefuckt die Community ist. Ihr solltet einfach dankbar sein, dass ich hier bin und nicht so behindert. Druide, dankbar wären wir, wenn du kein Arsch wärst und dich an die verteilten Rollen haltest. Alter Verteil. Magier, dankbar wäre ich, wenn du wenigstens tanken würdest, während du flamest wie ein Kind. Das ist so ein bisschen wie so ein, wenn man die richtigen Antworten beim Beleidigungsduell von Monkey Island nicht kann. Ach ja, du kämpfst wie eine Kuh. Ein anderer Druide mischt sich ein. Regelblutung, spielt doch einfach die Inni. Bärchen sagt, haut rein. Verlässt nämlich mal, wie ich annehme, die Gruppe. Dann sagt unser Demon Hunter noch, ich bin raus, ich muss mir sowas nicht geben. Magier sagt, okay, bis dann. Dem Rest trotzdem noch viel Spaß, sagt als letztes unser Demon Hunter. Okay, es ist natürlich auch ganz schön schnell eskalierend, ne? Also es fing halt an mit, bitte nicht extra pullen. Dann sagt der Magier halt, ich bin 120, kann hier besser, ne? Also Magier ist überheblich, okay. Und sagt, ich will hier schnell durch. Und dann sagt der Demon Hunter, also unser Held der Geschichte eigentlich, niemand mag solche Leute wie dich. Das ist nicht die beste Deeskalationstaktik. Also direkt als abgesehen von hey, also abgesehen von der kurzen Begrüßung, die vorher dem Druiden galt, eigentlich als ersten Satz, wenn einer sagt, ich will hier schnell durch, direkt zu sagen, keiner mag dich. Also grundsätzlich glaube ich, dass die WoW-Spieler zu 99,9%, wenn nicht sogar alle, vernunftbegabt sind. Und dass sich solche Situationen, wenn sie sich ergeben, in vielen Fällen auch dann und vor allen Dingen schnell hochschaukeln, wenn irgendjemand was in den falschen Hals bekommt.
Und natürlich, klar, also das Verhalten des einen ist absolut überheblich und unnötig. Und also was der Magier macht, sollte man in der Instanz nicht machen. Aber der Rest der Gruppe, vor allen Dingen Bärchen und DH, helfen natürlich auch, dass es möglichst schnell und möglichst krass eskaliert. Da gibt es direkt so eine 2-gegen-1-Situation. Und ab da, also das Einzige, was noch gefehlt hat, war deine Mutter beleidigen. Und das war's. Ich glaube, dass die Leute grundsätzlich, er hätte sich nicht geändert. Er hätte nicht, in diesem Run, glaube ich, hätte er nicht gesagt, ich mache jetzt langsam, weil ihr langsam machen wollt. Ich nehme an, er war da schon drin. Ich nehme an, er weiß irgendwie, dass er da relativ gut nahezu alleine durchkommt und von daher will er halt seine Worldquest machen und will das schnell haben. Ich glaube aber, dass, also, so die Chance auf einen guten Eindruck hattest du schon verspielt. Also der war halt auf dich schon auf Krawall gebürstet und zu dem Zeitpunkt war, glaube ich, da nicht mehr viel zu retten. Ob nun nachgeben oder nicht oder das Dungeon verlassen oder nicht, weiß ich nicht. Also, in dem Fall, glaube ich, hätte ich das vermutlich nicht zwingend gemacht. Als Tank vielleicht schon, also weiß ich nicht. So häufig habe ich das noch nicht gehabt, die Situation, dass einer so wie crazy pullt. Ne, doch, ich habe es ein, zwei Mal auch gehabt. Aber dann habe ich trotzdem nicht die Gruppe verlassen. In Zweifelsfall habe ich ein bisschen rumgenölt, aber ansonsten bin ich halt weiter mitgelaufen. Und solange alles klappt wenigstens, auch wenn es nicht so ist, wie ich es gerne spielen würde, ist es in Ordnung. Ich habe allerdings auch meistens die Situation, dass ich eher relativ zügig im Tempo bin oder war. Und das kam dann halt zu einem Zeitpunkt, dass die Leute den Content eh schon so outgeared haben, dass es mehr oder weniger überhaupt kein Problem war. Ich weiß jetzt nicht, wie das in deiner Gruppe der Fall war, mit outgearen oder nicht outgearen, wenn der Magier halt meint irgendwie, dass er das besser hinkriegt als der Tank. Aber sehr schön, vor allen Dingen sehr schön mit Beweisfoto. Hey Balo, meine Frage. WoW wird ja seit mehreren Add-ons in der Spielweise, Moment, immer weiter in der Spielweise vereinfacht, also zumindest in der Form, dass man immer weniger Skills hat, die man aktiv nutzen muss. Das glaube ich nicht, dass das stimmt. Würde es sich da nicht langsam anbieten, eine Steuerung mit Gamepad zuzulassen? Oh Gott, das ist so die komplette Aufgabe ans Gameplay, finde ich, ne? Erstmal, so grundsätzlich. Ich würde das etwas sehr begrüßen, da es für die Arme einfach angenehmer ist, als mit Tastatur und Maus zu spielen. Wie siehst du das? Nicht so. Also erstmal, ich glaube nicht, dass es immer weniger aktive Skills geworden sind. Also wann immer ich mir in den letzten Expansions die Klassen angeguckt habe, die ich regelmäßig gespielt habe, gerade seit dann Mythic Plus Dungeons dazu gekommen sind, wo doch einige Spells wieder eine Anwendung erfahren haben, die man vorher Shackle Undead oder so, die man vorher seit Jahren nicht mehr genutzt hatte oder irgendwelche anderen, so vom Mind Control und so weiter und so fort. Aber ich glaube auch nicht, dass das normale Heil- und Cooldown-Repertoire oder DD-Repertoire und so signifikant kleiner geworden ist. Glaube ich nicht. Ich denke, das dürfte sich ziemlich die Waage gehalten haben, je nachdem, was man noch an aktiven Skills mit reinnimmt, die man mit reinnehmen kann. Ja, Punkt. Also ich glaube nicht, dass das bedeutend weniger geworden ist. Die Leute tun immer ganz gerne so, aber dann erinnere ich daran, also wir haben WoW angefangen mit 3 oder 4 Spells. Also wenn wir mal das Down-Ranking ignorieren, wo wir einen Spell verachtfachen können in der Theorie, wenn wir das denn wollen, was in der Praxis aber fast nie notwendig war. Im schlimmsten Fall hast du dann einen Spell in 2 oder 3 Varianten regelmäßig benutzt. Aber wenn wir das mal ignorieren, war der Kern früher vielleicht 3 oder 4 Spells und eine Handvoll Cooldowns. Und ich denke nicht, dass das weniger geworden ist. Ganz im Gegenteil, die Kernrotationen, also die Basisspells, sind im Laufe der Zeit irgendwie um einiges mehr geworden. Ich kann mich da doch drauf dran erinnern. Also das Krasseste war natürlich der Mage, wo die Kernrotation nur Frostbolt war. Das ist ja heutzutage nicht mehr so. Aber auch beim Schurken war es im Prinzip nur eine Taste zum Kombopunkte aufbauen und dann 2 Finisher, mit denen man also gewechselt hat, wobei das immer so eine Sache war, je nach Expansion, weil manchmal war irgendwie, ich glaube Slice and Dice bei Combat war immer mit drin, aber andere Sachen irgendwie, Rupture war glaube ich nicht immer mit drin und dann gab es wieder Eviscerate und Envenom, also es war nicht immer alles mit drin, aber im Prinzip war es immer ein Skill zum Kombopunkte aufbauen und dann 2, um sie zu verbrauchen oder sogar 3. Das ist auch mehr geworden. Also das glaube ich nicht. Das große Problem, was ich damit habe, ist, dass ich immer so ein bisschen das Gefühl habe, wenn Spiele, die nicht ursprünglich für eine Konsole entwickelt werden,
umgesetzt werden für eine Konsole, dann leidet was. Also allgemein leidet Gameplay immer darunter, wenn es auf einen Controller zurechtgebogen werden muss. Meiner Meinung nach. Am krassesten und das deutlichste Beispiel dafür sind so Dinge wie Radialmenüs. Dass du eine Taste drückst und dann so ein Kreis aufploppt und aus dem kannst du mehrere Optionen wählen. Das ist, gibt es sogar als Add-on Opi für WoW. Das ist manchmal für bestimmte Sachen ganz nützlich, die man halt nicht so häufig braucht, dass du dir keine Ahnung was verschiedene Item-Sets dort irgendwie speichern kannst und benutzt es dafür oder verschiedene Mounts oder irgendwie so ein Kram oder die verschiedenen Berufsfenster und so. Dafür ist das ganz nett, aber wenn das Sachen sind, die relativ im Kern mit drin sind, dann denke ich mir schon, okay, eigentlich hätten wir da mehr Tasten gebraucht. Ein ganz, ganz, ganz krasses Beispiel, was jeder Konsolenspieler kennt und was jeden Konsolenspieler, behaupte ich mal, schon mal wahnsinnig gemacht hat, sind Multibelegungen auf Button. Dass ein Button also, je nachdem, was für einen Kontext er hat, was anderes macht. Ihr alle kennt das vielleicht, dass man bei irgendwelchen Spielen, dass dann irgendwie Springen, Benutzen und in Deckung gehen alles derselbe Button ist. Und du wirst halt wahnsinnig, weil du gerade versuchst irgendwie vor irgendwelchen Feinden in Deckung zu gehen und währenddessen hebst du irgendwas vom Boden auf, hüpfst in die Luft oder sonst irgendwie was. Oder mein allerliebstes Beispiel, du willst bei Fallout irgendwas aufheben und nimmst erstmal einen kräftigen Schluck aus dem Klo. Weil das im Klo liegt und der Kontextbutton für Wasser trinken ist, der Kontextbutton für den Gegenstand aufheben und du bist einen Pixel zu weit nach rechts gekommen, plötzlich trinkst du aus dem Klo. Ich glaube nicht, dass das grundsätzlich bei WoW sehr gut funktionieren würde. Es wird mit Sicherheit für die ein oder andere Spielweise, bei keine Questen oder so, wird es auch funktionieren, aber ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ein Game entwickelt wird, was die Eingabegeräte betrifft, wird für den kleinsten gemeinsamen Nenner entwickelt. Und der kleinste gemeinsame Nenner ist dann immer die Konsole bzw. der Konsolencontroller, weil er natürlich weniger Tasten hat und weniger kann als eine PC-Tastatur, logisch. Ne? Und ich habe super mega oft das Gefühl gehabt, dass damit das funktionieren kann, Sachen vereinfacht werden, dass ich zum Beispiel eine ganze Reihe von Spells habe, in sowas wie bei sowas wie Skyrim, aber im Prinzip zwei davon equippen kann. Und die Idee gefällt mir nicht. Also ja, es gibt vielleicht eine Zielgruppe, die sich nicht an den PC setzen will, um zu spielen. Okay. Nur wenn ich was spiele, dann möchte ich das Gefühl haben, dass das auf meiner Plattform optimal läuft. So. Grundsätzlich mal optimal funktioniert. Und ich glaube nicht, dass das mit einem Controller und WoW gut funktionieren kann. Vielleicht belehrt mich irgendwann irgendwer da eines Besseren. Ich zum Beispiel war immer der Meinung, dass Shooter und Controller funktioniert nicht. War ich der Meinung. Ich bin aufgewachsen als PC-Shooter-Spieler mit Maus und Tastatur und dachte mir, nee, es kann nicht gehen, wenn ich nicht dieses direkte Eingabefeedback habe. Von der Maus, wo ich halt die Geschwindigkeit bestimmen kann, in der ich rotiere und so weiter und so fort, sondern mich mit einem Konsolencontroller, auch wenn er natürlich irgendwie diese Analogsticks hat und so, das kann einfach nicht funktionieren. Und wenn ich mal irgendwas spielen musste, ein Konsolenspiel, was so eine Schießmechanik hatte mit dem Controller, da bin ich immer wahnsinnig geworden und habe mich darüber am meisten geärgert. Dann wiederum sehe ich Videos zum Beispiel von Mass Effect 3, wo Leute Solo-Multiplayer mit einem Konsolencontroller spielen und Faktor 10 besser sind, als ich das mit Maus und Tastatur bin und denke mir, okay, scheint wohl doch einige Leute zu geben, die das richtig, richtig gut hinbekommen. Also vielleicht übersehe ich ganz, ganz tolle Möglichkeiten, wie man das vernünftig auf dem Controller hinbekommt. Ich habe mich gerade als Heiler. Willst du da jedes Mal mit einem kleinen Steuerkreuzchen auf einen anderen Unit-Frame fahren oder so? Also ich weiß es, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert und ich kann mir nicht vorstellen, dass selbst wenn es funktionieren würde, dass es gut fürs Spiel wäre. Aber wer weiß. Es gibt so viele Dinge in der Entwicklung von Games aus den letzten Jahren, die ich mit Erstaunen beobachtet habe, dass ich an einem Punkt bin, wo mich irgendwie nichts mehr so richtig wundert. Hallo Barlo.
In einer Pornfolge hat Etienne erzählt, dass WoW das perfekte Spiel für ihn wäre. Aus Angst, dem Spiel komplett zu verfallen, hat er es aber nie wirklich intensiv gezockt. Du meintest daraufhin, dass es gut ist, dass er nicht damit angefangen hat. Nun meine Frage, bereust du jemals mit WoW angefangen zu haben und du all diese Zeit hättest anders nutzen können? Ich bin gerade davor, auch durch deine BMZs meinen 8 Jahre alten Account wieder zu reaktivieren. Bin mir aber aufgrund meiner geringen Freizeit unsicher mit der Entscheidung. Ja, das ist immer so, viele tun so, als schauen sich ihre Spielzeit in WoW an und denken sich, mein Gott, in der Zeit hätte ich 7 Sprachen lernen können oder so. Das ist nun fast nie die Alternative bei mir. Ne? Wenn ich ein Spiel zocke, dann zocke ich das, weil ich jetzt irgendwas machen will, um zu entspannen oder Zeit totzuschlagen, in ganz, ganz vielen Fällen. In manchen Fällen ist es natürlich auch so, dass da ein Spiel ist, das neu rausgekommen ist, das mich so extrem krass fesselt, dass ich alles stehen und liegen lasse, um es weiterzuspielen. Aber in ganz, ganz vielen Fällen und auch bei WoW ist es halt so, dass ich, wenn ich die Freizeit habe und gerade irgendwie chillen und relaxen will, dann wird WoW oder wurde WoW immer angeworfen. Und von daher habe ich damit auch kein Problem, dass unglaublich viel Zeit dafür draufgegangen ist. Ja, sicher, die Mischform gibt es bestimmt auch, dass man Zeit totschlägt, die man vielleicht besser nicht totschlagen würde oder in der man tatsächlich produktiv etwas anderes getan hätte. Aber für, ich würde sagen, die absolute Mehrheit, die, keine Ahnung was, 90-95% der Spielzeit, die ich mit World of Warcraft verbracht habe, war es wirklich so, dass ich mir dachte, so, mir ist gerade Fahrt, was machst du jetzt? Und die Alternativen dazu wären gewesen, keine Ahnung, eine Serie zu schauen, irgendwie einen Film zu schauen, was zu lesen, irgendwas anderes zu machen, was auch im Endeffekt keinen Deut besser ist. Und von daher, nee, ich bereue das nicht. Ich weiß aber nicht, ob jeder da so der gleiche Spielertyp ist. Es gibt bestimmt auch Leute, die immer so den neuen Kick bei irgendwelchen Games brauchen. Und die wirklich dieses spezielle Spiel dann spielen wollen und haben wollen und unbedingt sich immer einloggen wollen. Bei mir ist das nicht unbedingt so. Also es kam auch immer mal in WoW vor, irgendwie dann, wenn gerade irgendwie eine neue Motivation da ist, ein neuer Raid, ein neues Dungeon, eine neue Klasse, die man spielt, oder eine neue Expansion, die rausgekommen ist, oder irgendwas in der Art, oder so Projekte, die wir gemacht haben, so PvP-basiert und so weiter und so fort. Dann ist das, glaube ich, auch manchmal so, aber ich glaube, für den Großteil der Zeit habe ich kein schlechtes Gewissen, da WoW gespielt zu haben, denn ich hätte vermutlich irgendwie sonst entweder vom Fernseher gehockt oder auch vom Rechner gehockt und irgendwie Filme und Serien geschaut. So, das soll es gewesen sein für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr werdet mir weiterhin so viele coole Fragen und Themenvorschläge schicken, wie das in den letzten Wochen, Monaten und bald einem Jahr der Fall ist. Macht es gut und tschüss, sagt euer Onkel Barlow.